Es ist eines der geheimnisvollsten Schriftstücke der Welt. Kein Autor, kein Titel, geschrieben in unbekannter Schrift und Sprache. Voll mit mysteriösen Zeichen und Bildern, das Voynich-Manuskript. 200 Seiten reinstes Rätsel. Wird sein Inhalt jemals entschlüsselt? Wie alt ist das Buch und was steht drin? Das Buch ist vor fast 600 Jahren von einer unbekannten Person entweder verfasst oder abgeschrieben worden. Irgendwann zwischen 1401 und 1599. Das belegen neuere Untersuchungen von Papier und Tinte. Entdeckt wurde das Manuskript aber erst 1912 in Italien. In einer Bücherei stößt der polnische Buchhändler Wilfried Voynich zufällig auf das Manuskript. Entziffern konnte er es nie. Voynich fand aber heraus, wem es vorher gehörte. In einem beiliegenden Brief standen die Vorbesitzer. Das waren vor allem Alchemisten, also Menschen, die sich mit Naturwissenschaften und Medizin beschäftigten. Nicht ungefährlich im Mittelalter. Stichwort Kirche und Scheiterhaufen. Geht es im Voynich-Manuskript um Zusammenhänge in der Natur? Denn es ist voll von mysteriösen Illustrationen. Nackte Frauen, Heilkräuter, Astronomie, Medizin. Handelt es sich gar um ein Hexenbuch? Oder ist es ein Medizinlexikon? Eine Anleitung fürs Übersinnliche? Was macht das Buch so geheimnisvoll? Was Bilder und Schrift bedeuten, das weiß keiner. Denn das Buch ist in einer vollkommen unbekannten Sprache geschrieben. Eine Ansammlung von über 35.000 Wörtern und kryptischen, immer wiederkehrenden Zeichen. Was Wissenschaftler vermuten, der Text ist in einer sogenannten a priori-Sprache geschrieben. Das ist eine eigene Sprache mit vollständig neuen Vokabeln und neuer Grammatik. Und mit einem Alphabet, das seit Hunderten von Jahren nicht zu knacken ist. Wie knackt man geheime Schriften? Am einfachsten geht das, wenn man von einem verschlüsselten Textstück den Inhalt kennt. So hat der Franzose Jean-François Champollion die ägyptischen Hieroglyphen knacken können. Auf dem Stein von Rosette steht der gleiche Text in Griechisch und in Hieroglyphen. Bei der Entschlüsselung von geheimen Botschaften hat in der Vergangenheit auch die Kryptologie geholfen, die Wissenschaft der Codeknacker. So wie bei Enigma, der Chiffriermaschine der Nazis. Lange rätselten die Alliierten, welche Nachrichten sich die Deutschen damit von A nach B schickten. Bis eines Tages der britische Computerpionier Alan Turing den Code der Wehrmacht knackte und so den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland beschleunigte. Seine Grundlage? Die Mathematik. Und wie genau will man das Voynich-Manuskript entschlüsseln? Die Mischung aus Mathematik und der Vergleich mit bekannten Sprachen soll bei der Entschlüsselung helfen. Kanadische Wissenschaftler verglichen mit Hilfe von Supercomputern die Struktur der Worte aus dem Manuskript mit 380 uns bekannten Sprachen. Ergebnis: eine große Übereinstimmung mit dem Hebräischen. Die Wissenschaftler haben daraufhin versucht, einen Satz zu übersetzen. Sie machte dem Priester Empfehlungen, dem Hausherren, meinem Herren und dem des Volkes. Allerdings, für Kritiker ist das keine Übersetzung, sondern eher eine grobe Interpretation des Textes. Was wäre, wenn der Text ganz entschlüsselt wird? Schauen wir uns nochmal die Hieroglyphen an. Als man die entschlüsselte, konnten Archäologen die meisten Inschriften in Pyramiden und auf Gräbern endlich lesen. Ein Meilenstein der modernen Ägyptologie. Anderes Beispiel: die Maya. Erst in den 1950er Jahren kam man dem Geheimnis der Maya-Schrift auf die Spur. Die Erkenntnis? Lange dachten Forscher, die Maya seien friedliebend und naturverbunden. Im Gegenteil, große Teile des indigenen Volkes haben wohl sehr oft Kriege geführt und waren auch sonst sehr brutal. Vielleicht gelingt es irgendwann, das Voynich-Manuskript zu knacken. Ob der Inhalt uns dann weiterbringt, unbekannte wissenschaftliche Erkenntnisse enthält, oder ob es doch nur ein Fantasiewerk eines Künstlers ist, wir wissen es nicht. Aber es bleibt spannend.